Die Inzidenz kann sie weiterhin Maß aller Dinge sein. Es sei jetzt Zeit für neue Maßstäbe. Das fordert die deutsche Krankenhausgesellschaft. Neben der bundesweiten Inzidenz müsse es weitere Indikatoren geben, an der die Lage eingeschätzt werden. In einer Tabelle listet die deutsche Krankenhausgesellschaft daher Kennzahlen wie die altersspezifische Impfquote und die Hospitalisierung auf, die Belegung der Intensivbetten, die Positivrate von Corona-Tests, die Steigerung der Inzidenzen sowie die Steigerung der Hospitalisierung. Damit widerspricht die deutsche Krankenhausgesellschaft auch deutlich der Einschätzung des RKI-Präsidenten Lothar Wieler. Der hatte erst kürzlich angesichts der vierten Welle weiter für eine Strategie niedriger Inzidenzen plädiert. Und bei mir im Studio begrüße ich jetzt den zweifach geimpften Gerald Gass, Präsident der Deutschen Krankenhausgesellschaft. Schön, dass Sie Zeit für uns haben. Ja, guten Tag. Herr Gass, Sie plädieren für einen Indikatorenmix weg von der reinen Inzidenz. Haben Sie da schon eine Rückmeldung vom RKI bekommen? Nein, wir haben aber Nachfragen aus dem BMG bekommen, wie wir uns das genau vorstellen. Wir haben die Informationen natürlich übermittelt. Wir haben die Informationen auch an alle Landesministerien übermittelt, sodass möglicherweise unser Vorschlag auch Gegenstand der aktuellen Beratungen sein kann oder vielleicht in der nächsten Woche bei der Ministerpräsidentenkonferenz. Was bringt Sie denn dazu zu sagen, wir müssen weg vom Starren allein auf die Inzidenz? Wir reden ja darüber, dass wir möglicherweise vor einer vierten Welle stehen. Und uns ist völlig bewusst, die möglicherweise vierte Welle wird ganz anders sein als die drei Wellen, die wir vorher hatten. Denn wir haben absolut unterschiedliche Bedingungen. Ich will Ihnen ein Beispiel nennen. Wir hatten bisher bei den Todeszahlen etwa 95% aller Toten aus der Altersgruppe 60 Jahre und älter. Mittlerweile sind über 80% von 60 Jahre und älter vollständig geimpft. Das heißt, wir haben nicht mehr die Zusammenhänge zwischen Inzidenz und Krankenhaushäufigkeit bzw. schweren Verläufen oder gar Todesfällen wie in den ersten drei Wellen. Und deswegen müssen wir in einer Gesamtschau der verschiedenen Kennzahlen in einem wirklich schnellen Überblick die Lage altersdifferenziert erkennen, um dann auch zielgruppengerechte Maßnahmen ergreifen zu können. Das klingt unglaublich plausibel für mich. Können Sie sich erklären, warum das RKI das anders sieht? Ich kann mir das nicht wirklich erklären. Ich kann mir vor allem nicht erklären, warum man diese Daten und diese Zahlen, die wir vorschlagen, nicht schon längst im Zusammenhang veröffentlicht. Denn wenn Sie die verschiedenen Ausarbeiten des RKI, die ja jeden Tag und zum Teil jede Woche dann kommen, durchlesen über viele, viele Seiten, dann finden Sie mehr oder weniger offensichtlich oder versteckt fast alle diese Daten. Die liegen nämlich vor. Aber sie werden nicht in einen Zusammenhang gesetzt, sondern man spricht eben, wie Herr Wieler das zurzeit immer noch tut, von der Inzidenz als wesentlicher Kennzahl. Und über diesen Punkt sind wir hinweg. Glauben Sie, dass es aber vielleicht auch daran liegt, dass man die Bevölkerung ja ein Stück weit mitnehmen muss? Anders gefragt, wie leicht lässt sich dieser Indikatorenmix denn auch erklären, sodass wirklich auch alle noch nachvollziehen können, wonach sich jetzt die Corona-Regeln in dem Fall richten würden? Wir sind davon überzeugt, dass die von uns vorgeschlagenen Kennzahlen, die wir ja in einer Tabelle zusammengefasst haben, auch für Nicht-Fachexperten interpretierbar sind und lesbar sind. Vor allen Dingen darf jetzt nicht das passieren, was wir gerade in dem Interview mit Frau Schwesig gehört haben, nämlich dass jedes Bundesland eine eigene Ampel entwickelt mit unterschiedlichen Kennzahlen. Dann werden Sie nämlich erleben, dass bei mehr oder weniger gleicher Lage in dem einen Land die Ampel vielleicht auf Gelb oder Rot steht und entsprechende Maßnahmen ergriffen werden, in dem anderen Land noch auf Grün. Spätestens das wird kein Mensch mehr verstehen. Und kein Mensch kann diese unterschiedlichen Ampeln dann noch interpretieren. Deswegen, wir brauchen bundesweit ein solches Ampelsystem, wenn wir darüber sprechen wollen. Wir brauchen einheitliche Kennzahlen, die jeden Tag veröffentlicht werden, die auch den Medien zur Verfügung gestellt werden. Und wir haben dann eine gemeinsame Interpretationsgrundlage. Die haben wir zurzeit nicht. Glauben Sie, dass mit diesem System, das Sie vorschlagen, wir bei einer möglichen vierten Welle einen Lockdown verhindern könnten? Davon bin ich im Prinzip überzeugt. Ich bin sehr optimistisch, weil wir einen wirklich sehr guten Impffortschritt haben. Wir sollten das nicht kleinreden. Die Tatsache, dass über 80% der jetzt mehr als 60 Jahre alten Menschen schon geimpft sind, das schützt uns enorm vor einer Überlastung des Gesundheitswesens. Und das war ja in der Vergangenheit vielfach der Grund, warum man Lockdown-Maßnahmen ergriffen hat. Deshalb, ich bin sehr zuversichtlich. Wir sind gespannt, was die Politik aus Ihren Vorschlägen macht. Ich danke Ihnen ganz herzlich, Gerald Gass. Ich danke Ihnen.